Hallo zu einem weiteren kurzen Video. Heute will ich euch was erzählen über Familien und das Zusammenleben in Familien, wie das hier funktioniert. Ist ein bisschen anders jetzt wie das, was wir gewohnt sind aus Europa. Also zum einen muss man ja schon mal unterscheiden, handelt es sich um eine Ein-Ehe oder um eine Mehr-Ehe? Ja, ihr wisst ja, hier ist es erlaubt, eine Frau kann 4 Männer haben, ein Mann kann 4 Frauen haben. Außer ihr seid Maasai, dann könnt ihr auch 15 haben. Allerdings dann, glaube ich, nur die Männer, Frauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, und da lebt sich schon mal anders. Da sich hier der Trend in Richtung Ein-Ehe entwickelt, will ich die Mehr-Ehe mal nur ganz kurz hier erläutern. Und zwar, wenn ein Mann, das ist ja das, was meistens passiert, 3 oder 4 Frauen hat, dann ist es so, dass zum einen muss er mittlerweile dafür sorgen, dass oder beweisen vor der zweiten Hochzeit, dass er auch diese Damen entsprechend bedienen kann. Also finanziell jetzt natürlich. Und das erschwert hier schon einiges und deshalb, wie gesagt, geht der Trend in die eine Ehe. Wenn du also 3 Frauen hast hier, dann ist es so, dass in der Regel der Mann überhaupt nicht mit irgendeiner Frau zusammenlebt, sondern der hat sein Häuschen, da lebt er. Und die Hauptfrau kommt dann und putzt da drin, macht und tut und hält alles sauber. Und jede andere, also alle Frauen leben in einem eigenen Haus. Das heißt, meine erste Frau, die lebt in der Regel im gleichen Ort, wahrscheinlich auch irgendwo in der gleichen Umgebung, wo ich lebe. Die Zweitfrau, die muss nicht mal in der gleichen Stadt sein. Ja? Die kann in einer ganz anderen Stadt sein. Die Drittfrau noch mal in einer anderen Stadt. Viele haben mir gesagt, das ist eigentlich die beste Möglichkeit oder die beste Methode, weil dann gibt es keine kratzigen Streitereien. Habe ich aber auch schon anders erlebt, ja? Dass wirklich alle zusammen in einer Boma leben, also wirklich in einer 4 Häuser nebeneinander und da lebt der Mann und dann seine 3 Frauen drin. Gibt es auch, aber normalerweise lebt man so. Das Ganze ist dann ein bisschen schwierig, wenn es dann losgeht mit den Kindern, weil dann heißt es, ja, mein Vater ist der und dann kommt die, ja, meine Hauptmutter oder meine große Mutter, dann gibt es die kleine Mutter und dann gibt es noch ein paar andere Mütter. Die Familienverhältnisse, habe ich glaube ich schon mal in einem Video angedeutet, sind so kompliziert, dass ich überhaupt kein Video darüber machen kann. Ganz ehrlich, ich bin jetzt seit fast 2 Jahren hier, ich kapiere es immer noch nicht. Ich kapiere es nicht. Das ist so kompliziert hier. Also wer da mit wem und wann. Ich weiß nur eins, alle 2 Minuten stirbt hier einer und man muss zu irgendeiner Beerdigung laufen. Das ist ganz wichtig. Aber und irgendwie sind die alle miteinander verwandt. Also man möge mich entschuldigen, ich sage immer Klein Saarland ist hier. Also Groß Saarland ist hier. Ja, jetzt kommen wir mal zur Ein-Ehe. Das schaut ein bisschen anders aus. Da ist es tatsächlich so, Mann und Frau wohnen im gleichen Haus in der Regel. Das heißt nicht unbedingt, heißt, dass sie im gleichen Zimmer leben aber, oder im gleichen Zimmer schlafen, aber sie leben in einem Haus. Ja, manchmal sogar zusammen im gleichen Schlafzimmer, meistens aber getrennt. Und wie läuft das hier ab in der Familie? Also wie funktioniert das jetzt ganz genau? Gibt es da bestimmte Aufgabenteilungen? Entschuldigung, man denkt ja immer, naja, Afrikaner unterdrücken die Frauen, da wird genäht und gemacht und geschnipselt und was weiß ich was alles. Ich habe es glaube ich schon mal angedeutet, es ist hier genau andersrum. Also in diesem Land würde ich eher einen Mann heiraten als eine Frau, wenn es möglich wäre, weil die Weiber hier sind gefährlich, sage ich euch, echt gefährlich. Also ich kenne hier nur Ehen, die, wenn die nicht so gut laufen, und das sind meistens die erfolgreichen Männer hier, also die, die richtig Geld haben, denn ihr werdet nicht glauben, es gibt hier Afrikaner, die sind viel reicher wie jeder von uns hier. Und die haben meistens die schlimmsten Furien zu Hause. Warum, weiß ich nicht, wie das genau entsteht, weiß ich auch nicht, aber ich weiß nur, manchmal, wenn du nur daneben stehst, wenn eine mit ihrem Mann spricht, und die muss noch nicht mal schreien, dann würde ich am liebsten im Erdboden versinken oder zu meiner Frau heimflüchten, weil gefährlich.
So, welche gibt es Aufgabenverteilung? Also Frau steht am Herd, Mann macht das. Ja, gibt es hier. Bei manchen. Bei anderen ist es wieder andersrum. Ich kenne Familien, da ist der Mann zu Hause bei den Kindern und die Frau arbeitet. Sie hat einen guten Job. Ja. Ich habe letztens einen kennengelernt, seine Frau hat eine hohe Regierungsstellung. Und er sagt, na ja gut, ich mache so mein Hobby, ne? Ich mache so ein bisschen Safari und wenn ich alle halbe Jahr mal einen Kunden habe, dann ist mir das recht, dann reicht mir das. Also es ist hier wirklich so, die Aufgabenverteilung gibt es hier natürlich genauso wie in Deutschland auch, aber anders. Ja? Man muss sich das auch mit der Arbeit hier anders vorstellen. Wie läuft das dann zu Hause? Also das ist oft so, Mann und Frau sieht sich gar nicht. Ja, die Frau kommt irgendwann nach Hause, geht dann irgendwann wieder, der Mann kommt irgendwann nach Hause, geht dann wieder. Groß gesprochen wird hier nicht. Also diese ganz großen Liebeshochzeiten, weiß ich nicht, ob man die so bezeichnen kann hier. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber es ist wirklich so, dass die Menschen hier oder die Ehepartner hier eben einfach zusammen zwar leben, aber, oder andersrum, miteinander leben, aber nicht zusammen, oder andersrum. Also, sie leben halt im gleichen Haus, aber jeder macht so sein Ding. Und das ist hier so die Hauptsache. Wie ist das dann mit den Kindern? Wie werden die erzogen? Und das werdet ihr nicht glauben. Es gibt hier die bravsten Kinder, die ich weltweit bis jetzt gesehen habe. Und die werden gar nicht erzogen. Die erziehen sich selbst. Also da ist jetzt, natürlich wird denen gesagt, dem Kleinen schon, ja, sag Danke, wenn du was kriegst. Das Wort bitte ist jetzt hier nicht so verbreitet. Ja, also sag bitte, wenn du was willst. Das ist hier nicht so verbreitet. Wenn du was willst, sag, du willst es. Aber wenn du es kriegst, sag danke. Das ist die ganze Erziehung hier. Die Kinder hier, die lernen untereinander zu teilen. Die leben halt miteinander, wachsen miteinander auf. Die älteren Geschwister kümmern sich immer um die jüngeren Geschwister. Man spielt miteinander, man geht miteinander um und ich werde ein Video über Kinder noch machen. Das ist ganz sehr langes und sehr spezielles Video oder mehr Teile, ich weiß noch nicht. Aber es ist nicht so, dass ja, wie bei uns, ja, dass man sagt, hey, hörst du auf, da machst du nichts, komm zurück, das tut man nicht. Gibt es ja nicht. Also die Kinder lernen von klein auf, ich kann machen, was ich will, solange es keinen anderen wehtut und solange es mich nicht gefährdet. Das lernen die aber von ganz allein, denn wenn es gefährlich ist, ja, also wenn denen wird gesagt, fass da nicht an, wenn sie es trotzdem tun, dann gucken die Eltern zu und dann fasst das Kind da an und dann verbrennt sich das vielleicht die Finger und dann, deshalb sollst du nicht anfassen. So, das weiß das Kind Bescheid. Also hier wird das ein bisschen anders gehandhabt wie bei uns zu Hause. Es wird hier nicht so behütet alles, sondern man weiß hier, okay, hier kann was passieren. Ja. Meine Kinder spielen draußen, da sind tiefe Graben, da sind heiße Rohre, da sind was weiß ich was, da ist Stromleitung. Ja. Man sagt ihnen, da fasst man nicht an. So, mehr kann man nicht tun. Wenn was passiert, passiert es halt. Gott, ich meine, das ist eine andere Mentalität. Ja. Hier hat ja auch jeder genügend Kinder, 5 bis 10. Hört sich jetzt blöd an, aber ist halt so. Ja. Natürlich machen sie dich auch Sorgen, wenn da was ist. Ja. Und natürlich wird alles für das Kind dann getan, wenn was ist. Aber so richtig behütet aufpassen ist hier nicht. So, die Kinder sind also meistens alleine zu Hause. Mutter oder Vater macht das Essen. Meistens ist auch hier die Mutter. Manchmal macht auch der ältere Bruder oder die ältere Schwester das Essen. Also es gibt ja hier nicht sehr viele verschiedene Arten von Essen. Und diese 5 Sachen lernen die relativ schnell. Das heißt, mit 10, 12 Jahren kochen die hier auch. Ja? Nein, das ist keine Kinderarbeit. Das gehört einfach zum Haushalt dazu. Genauso wie hier zum Beispiel Kinder, ja? die gehen gerade, die stehen gerade, die sitzen gerade und da kommt keiner und sagt, sitz dich gerade hin. Es geht hier einfach alles, wenn man den naturfreien Lauf lässt, das geht hier alles von ganz alleine. Okay. Ja, was passiert jetzt dann im Alter? Im Alter ist ja so, es gibt hier ja nicht so die Rentenversicherung wie in Deutschland. Das heißt, okay, lassen wir das Thema. Also es gibt hier keine Rentenversicherung. Die Menschen haben hier nichts im Alter, außer eben die Familie. Und hier ist es dann wieder so, dass die Kinder sich um die Alten kümmern. Die Alten sind hier sehr geehrt, entsprechend hochgeehrt. Ja, und wenn heute einer zu dir sagt,
hey im See. Also geht das aus Deutschland, hey Alter. Dann ist das hier anders gemeint. Dann ist das hier eher so gemeint, hey Alter, danke, dass du da bist. Ja, das ist also hier mit sehr viel Ehrfurcht wird das gemacht. Alte Menschen werden ja auch anders gegrüßt. Ja, da kommt das Schkamon. Das wird ganz anders, das ist eine ehrenwürdige Bezeichnung. Und wenn dich hier einer als Babu, das ist der Opa, oder als, also ich werde von sehr vielen Kindern als Babu bezeichnet, oder eben Mse, Kinder sagen zu dir Babu, ältere Erwachsene sagen zu dir Mse, und dann ist das eine sehr ehrwürdige Bezeichnung. Das darf man nicht mit Deutschland vergleichen. Wenn einer dich hier so nennt, dann bist du wirklich, dann wirst du respektiert und bist geehrt. Ja, das war ein kurzer Überblick, wie man hier innerhalb der Familie zusammenlebt. Es ist ein bisschen anders als das, was wir halt kennen aus Deutschland. Aber andere Länder, andere Sitten. Bis zum nächsten Video.